So Leute, ich habe jetzt auch mal den Titan gespielt in der Kampagne, habe dadurch Strand freigeschaltet und habe mir auch noch direkt die Exoschuhe natürlich ausgesucht und habe direkt mal ein bisschen rumgebastelt. Und meine Güte, es ist halt genauso wie mit dem Hunter. Ihr haltet halt die ganze Zeit eure Gegner in der Luft, die können nichts machen. Und noch dazu habt ihr durchgehend geflochtene Panzerung, was euren Schaden auch nochmal minimiert. Das Gameplay, was ihr gerade gesehen habt, war auf 1840 und ich hatte größtenteils eigentlich gar keine Probleme. Und wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich super freuen. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und vielleicht schaffe ich sogar noch dieses Jahr die 5000 Abonnenten. Wir haben jetzt nur Anfang des Jahres. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und lasst sehr gerne noch einen Kommentar für den Algorithmus da. Schauen wir uns direkt mal das Exo an. Das sind nämlich die Exo-Beine für den Titan, Schwebesprung, die jetzt mit dem neuen DLC dazugekommen sind. Und die sorgen dafür, dass unsere Barriere, wenn wir sie machen, nicht nur eine Strangwelle nach vorne schiebt, sondern direkt drei und die auch noch zielsuchend sind. Noch dazu glaube ich, dass auch unsere Granaten, die wir benutzen, auch irgendwie ein bisschen zielsuchend sind. Ich habe das ein bisschen beobachtet und schon ein bisschen seltsam, dass die Granaten auf einmal genau dahin fliegen, wenn die sich aufspalten, wo halt Gegner sind. Aber gut. Noch dazu haben wir eine größere Reichweite von diesen Wellen, wobei wir dann nicht nur Gegner direkt vor uns dann nach oben heben, sondern halt auch Gegner, die ein bisschen weiter weg sind. Und selbst wenn mit einer Welle können wir schon zwei oder so binden und nicht nur pro Welle nur einen Gegner. Finde ich sehr geil. Und jedes Mal, wenn wir halt einen Gegner binden, das kommt noch zusätzlich dazu, bekommen wir geflochtene Panzerung für 10 Sekunden. Und da wir die ganze Zeit die Gegner wieder in die Luft heben, haben wir diese Panzerung halt durchgehend. Aber gehen wir jetzt mal direkt weiter zur Super. Wir haben natürlich den Berserker drin, ganz klar. Klingenraserei ist unsere Ulti, gibt ja bisher nur eine. Dann habe ich zum Beispiel jetzt gerade noch die Schusswechselbarrikade. Die ist einfach nochmal 10 Sekunden schneller voll als die turmhohe Barrikade. Und wenn wir halt dahinter stehen, ist unsere Stabilität, Reichweite und Nachladetempo von unseren Waffen nochmal verbessert. Und da wir eh die ganze Zeit geflochtene Panzerung haben, ist das eigentlich super. Dann habe ich noch die Fesselgranate dabei. Einfach, weil wir damit halt wirklich die ganze Zeit die Gegner binden können, sollte unsere Klassenfähigkeit nicht direkt oben sein. Und bei den Aspekten habe ich einmal natürlich hier die beiden, die noch aktuell da sind, auf ins Gefecht. Zerstören wir ein Gewirr oder aktivieren wir unsere Super, bekommen unsere Verbündeten in der Nähe auch geflochtene Panzerung. Und während wir die geflochtene Panzerung haben, ist unsere Nahkampfregeneration erhöht. Dann eleganter Peitschenhieb. Das sorgt halt dafür, dass wenn wir unsere Klassenfähigkeit einsetzen, wir eine Welle nach vorne packen, die halt unsere Gegner bindet in der Luft. Und da greift halt dann das Exo ein, dass diese Wellen drei sind, nicht nur eine, weitere Reichweite haben und auch noch etwas zielsuchend sind. Und die Fragmente haben, wie ich auf jeden Fall das erste ist, Fahnen der Regenerierung. Wenn wir Schaden verursachen, bekommen wir Granatenenergie, das heißt, die lädt viel, viel schneller auf. Ist wirklich sehr nice, würde ich eigentlich bei jeder Klasse immer reinnehmen. Dann habe ich noch drin Fahnen der Wut. Wenn wir mit einem Gewirr Schaden zufügen, erhalten wir Nahkampfenergie. Und Gewirre werden ja dann erschaffen, wenn Gegner getötet werden, die von irgendwelchen Strangeffekten betroffen waren. Also wir haben sie mit dem Nahkampf gekillt, mit der Ulti. Sie hingen in der Luft oder waren halt mit diesen zerreißenden Geschossen umgeben. Dann wird jedes Mal ein Gewirr erzeugt. Darauf können wir halt schießen, dann explodiert das und macht Schaden um die Gegner herum, die da rumstehen. Oder wir können es halt draufschmeißen. Dann haben wir Fahnen des Fortbestands. Unsere Effekte halten einfach länger an. Ist vor allen Dingen wichtig mit dem Binden, dass wir halt die Gegner noch länger in der Luft haben und dadurch unsere Fähigkeiten ein bisschen besser generieren lassen können. Und dann noch Fahnen des Verstands. Wenn wir gebundene Ziele besiegen, bekommen wir Klassenfähigkeitsenergie. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Gehen wir direkt mal weiter zu den Mods. Noch als kleiner Hinweis, ich würde schauen, dass man Disziplin auf jeden Fall
weit oben hat, damit man halt die Granaten ziemlich schnell voll kriegt, was sowieso eigentlich der Fall ist. Und natürlich noch Belastbarkeit. Erstmal bekommen wir dadurch halt eine verringerte Abklingzeit unserer Klassenenergie, desto höher die Belastbarkeit ist. Und natürlich halten wir auch mehr aus. Zusammen mit der geflochtenen Panzerung sind wir wirklich ein richtiger Tank. Also auf dem Kopf habe ich jetzt einmal Kinetik-Siphon. Wenn ich schnelle Todesstöße mit einer Kinetikwaffe mache, was jetzt gerade zum Beispiel der Dürresammler ist, dann mache ich damit Sphären der Macht. Dann habe ich nochmal leere Siphon, das gleiche halt auch mit einer leeren Waffe. Und dann habe ich noch zugepackt drin, einfach wenn ich einen Gegner mit meinem Nahkampf töte, was ich oftmals mache, vor allen Dingen kleine Gegner, bekomme ich halt noch ein bisschen mehr Superenergie dazu. Auf den Armen habe ich zweimal Granaten-Kickstarter, einfach damit die Granate halt schneller voll ist. Und dann habe ich noch schwerhändig dabei, dass ich, wenn ich einen Gegner mit einem Nahkampf töte, eine Sphäre der Macht erzeuge. Was halt oft passiert, da ich oft, wenn ich Gegner anhänge in der Luft, sie oftmals, wenn Nahkampf ready ist, sie auch mit einem Nahkampf töte. Dadurch bekommen wir wieder Rüstungsladung und können Granaten-Kickstarter hochmachen. Auf der Brust habe ich zweimal aufgeladen, dass unsere Rüstungsstapel halt nochmal um 2 Plätze insgesamt erhöht sind, dass wir mehr mitnehmen können. Und dann habe ich jetzt noch leere Reserven dabei, dass ich halt noch ein bisschen mehr Munition für leere Waffen mitnehmen kann. Habe ich jetzt drin, weil ich noch ein leere MG drin habe. Da kann man aber, ja, ich sag mal, es ist ein Flexspot auf jeden Fall. Da kann man sich dann aussuchen, was man noch reinpacken will, wenn man noch Platz hat. Dann auf den Exobeinen habe ich einmal stapelweise dabei. Eigentlich habe ich vorher gedacht, ich nehme am besten 2 mit. Dann habe ich direkt 3 Stapelladungen anstatt nur 2, wenn ich eine Sphäre aufnehme. Aber da steht ja, die Ausrüstung einer zusätzlichen Kopie dieser Mod bringt keinen Nutzen. Haben wir nichts von. Also habe ich schon besser dabei. Wenn wir nämlich dann eine Sphäre der Macht aufnehmen, wovon wir einige machen, bekommen wir nicht nur Regeneration, sondern unser Leben ist direkt voll, das kleine rote Stück, und es fängt sofort an, das Schild aufzuladen. Und deswegen würde ich immer schon besser empfehlen als die andere Mod. So, und das Klassen-Item. Hier habe ich jetzt noch einmal Bomber mit dabei, dass wenn wir unsere Klassenfähigkeit einsetzen, die Abklingzeit der Granate nochmal verringert wird. Und dann habe ich noch zweimal Eid-Kickstarter dabei, dass, wenn wir Rüstungsladung haben, unsere Klassenfähigkeit einsetzen, dass sie schon wieder ein Stück weit aufgeladen ist. Davon halt 2 Stück. Diese Mod sorgt aber nochmals dafür, dass wir temporäre Rüstungsladungen bekommen und keine normalen Rüstungsladungen mehr. Ja, und die Waffen. Was haben wir hier? Wir haben einmal den Dürresammler dabei. Einfach ein richtig geiles Teil. Vor allen Dingen, wenn die Gegner in der Luft hängen, packt man einfach eine Pfütze unter die Gegner. Und sie kriegen die ganze Zeit Schaden über Zeit und unsere Granate lädt natürlich schneller auf. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel hier einmal Trichternetz dabei und jetzt einmal noch Gedenken als MG. Also so Dürresammler oder allgemein so ein Wellenform-Granatwerfer würde ich auf jeden Fall schon empfehlen, weil der viel Flächenschaden macht. Oder auch zum Beispiel ein Fusionsgewehr wäre auch noch eine Möglichkeit, das mitzunehmen. Ansonsten habe ich halt jetzt leere Waffen dabei, weil ich hier in dem Artefakt flüchtiger Fluss dabei habe. Wenn ich eine Sphäre der Macht aufnehme, bekomme ich flüchtige Geschosse. Hier könnt ihr auch nochmal eben kurz schauen, was ich noch drin habe auf dem Artefakt. An sich nichts Großartiges. Hier halt einmal die zugelassene Mod mit den Granaten, dass die weniger Platz verbrauchen. Und vor allen Dingen, was auch vielleicht ein bisschen wichtiger ist, wenn ich einen Champion betäube oder ein Teammitglied, erhalten wir für die am wenigsten aufgeladene Fähigkeit von Strang nur etwas Energie. Genauso wie mit dem Zerstören eines Gewürs mit einer Strangwaffe. Da werden dann Ziele gebunden. Also hängen auch nochmal in der Luft. Also das könnte man dann auch nochmal kombinieren, wenn man jetzt hier zum Beispiel in Wellenform Granatwerfer reinnimmt und zum Beispiel jetzt hier noch eine Strangwaffe mit reinnimmt und damit dann die Gewürze schießt. Den Dimlink dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Bild dann kopieren und dann auch in-game abspeichern, wenn ihr wollt. Ja, und das wäre es eigentlich so von meiner Seite aus. Ja, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich habe aktuell wieder richtig Spaß mit dem Titan auf jeden Fall. Und selbst wenn ihr kein Titan spielt, könntet ihr es auf jeden Fall mal ausprobieren, denn ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr außerdem noch Leute sucht zum Zocken oder einfach mal noch ein paar Tipps oder nach Hilfe fragen wollt, könnt ihr sehr gerne auf meinem Discord joinen. Dort sind wir inzwischen über 150 Leute. Es werden immer mehr, ich freue mich sehr. Und solltet ihr auf der Suche nach einem Clan sein, könnt ihr auch einfach dem Discord mal joinen und mal nett fragen. Ja, dann Leute, euch noch einen richtig guten Loot in Destiny. Viel Spaß euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.